heute. Ich bin vom Hinschlag geknallt. Aua! Mit der Fuß? Ja. Ist sie wehgetan? Ja, ein bisschen. Wo? Hier. Oh. Sehr dolle? Es geht, es geht. Ah, ich bin schon echt doll weggeknickt. Also es zieht halt gerade voll, ne? Lass dich mal kurz hinsetzen. Okay. Es verlässt schon wieder langsam auf. Geht das? Wir können es auch, wenn du willst, hinsetzen. Nein, erstmal einen Kaffee trinken und was essen. Und wir müssen auch nicht unbedingt ins Museum. So kann ich jetzt hier erstmal meinen Anfang machen. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen BMOG. Ich befinde mich gerade in Berlin mit meinen langjährigen Kumpelblasen. Was geht ab? Ja, Mann, wir haben hier richtig coole Sachen vor. Heute ist ein schön sonniger Tag. Ich glaube, das ist der einzige, der jetzt hier in der Woche vor uns liegen wird. Die Sonne scheint auch original nur in dieser Straße, nur bis da vorne. Da ist Schatten und da ist Schatten. Ja, wir befinden uns halt on the Sunside of Life. Boah, das habe ich gestern schon gesehen. Sieht übel geil aus, oder? Ich meine, meine Spiegelung. Auch die Vasen oder Blumen oder beides? Blumenvasen. Wollen wir mal rein? Ja, lass mal rein. Echt? Ach so, geht gar nicht. Zu? Zu. Es ist doch Montag, es ist geschlossen. Montag ist doch geschlossen. Und Sonntag ist jetzt Donnerstag und der Donnerstag ist hinter den Dienstag gefallen. In Berlin ist ganz anders. Anders, ganz anders, Leute. Wir machen uns gerade auf den Weg. Wir müssen Playboy Museum. Was ist das Playboy Museum? Playboy Museum ist für Dings, für Gaming und so. Nein. Wir lassen heute von Instagram sozusagen ein bisschen so entscheiden, was wir machen. Also wir waren schon öfter in Berlin, aber today, it's the day where we're gonna do some history, some Weiterbilden, Educationing. Dann laberst du! Und deswegen gehen wir jetzt ins Disgusting Food Museum. Das ist die erste Entscheidung. Wir haben gewählt zwischen so Computermuseum, das soll richtig geil sein. Da kann man so Computerspiele spielen. Aber wir haben ja noch morgen auch noch. Genau, da gehen wir jetzt erstmal hin, machen wir einen Spaziergang. Und dann wird es, glaube ich, richtig ekelhaft, aber auch richtig cool. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, ich hoffe unbedingt, dass dieses Museum auch zu hat. Weil der Montag jetzt wie Sonntag ist und der Donnerstag hinter dem Dienstag gefallen ist. Ich habe extra vorher schon gegoogelt, es hat auf jeden Fall geöffnet. Scheiße. Und heute ist sozusagen ein bisschen mein Cheat Day, ne? Also du willst also danach noch essen gehen? Du willst erstmal ekliges Essen angucken und dann noch essen gehen? Ja. Ich schwör's dir, ich glaube, wir fasten danach so 3-4 Monate. Nein! Konzentration, also, wo lang müssen wir? Hier ist ein Riesen. Ach, scheiße. Ey, hier gibt's original 15 Möglichkeiten. Erstmal will ich einen Eiskaffee. Wirklich? Ja. Boah, ich will einen Eiskaffee. Wollen wir hier rein? Ja, let's go. Ja, okay, let's go. Das war mal Starbucks nämlich. Starbucks. Ey, das hat auch nicht geöffnet. Achso. Das muss man beim anderen bestimmt auch. Scheiße. Wow. Ich hab da jetzt in meinem Ernst, ne? Hast du bestimmt die Leute hier drin gesehen? Hast du wirklich gesagt, das zu? Nee, ja, ich dachte, die Tür wäre. Oh mein Gott, das verfolgt mich auf alle. Was denn? Das ist einfach meine Saftdiät. Du weißt, das ist ganz normale Säfte, die machen einfach nur Geld, wenn du denkst. Hey, auf diesen Saftdiät-Dingern steht, dass eine ausgewogene Ernährung trotzdem wichtig ist, nur dass du weißt. Oh mein Gott, ich habe die noch nie frei verkäuflich irgendwo gesehen. Ein Hanfshot. Die Charities sind richtig geil. Echt? Nehme ich, glaube ich, aber der grüne schmeckt auch nochmal, den gibt's hier leider nicht. Ja, normal, weil der ist. Du machst Zimmertemperatur, meine Getränke. Ich kann das ein bisschen hier unter meinen Achsel tun. Dann ist aber Körpertemperatur, das ist auch nicht so geil. Hi, ich glaube, ich nehme einen. Ja, was nimmst du? Gibt's auch Hafer-Matcha-Latte gekühlt. Jo, was geht ab? Wir sind hier wieder da beim allgemeinen Beschwerdekanal. Hä, hey, ja, ein Matcha-Latte ist grün. Ist das für dich grün? Das ist doch kein Matcha-Latte. Hat einen Gelbstich. Kann aber auch an meiner Brille liegen. Schmeckt einfach nur nach Hafermilch mit Dings. So sieht die Welt. Ich bin ein bisschen links retro unterwegs heute. Zeig mal her hier. Also schmeckt nach Milch, ne? Spinat mit Milch. Echt? Schmeckt Milch das nach Matcha? Ja, ja. Schmeckt auf jeden Fall nach Matcha. Wirklich? Ja, wirklich. Du bist ja echt ein Aschenbecher, Mann. Einfach. Kennt ihr diese Dings, wenn man einen Tag aufgehört hat zu rauchen, man packt so Aschenbecher nicht? Ich habe schon mehrere Tage aufgehört. Nein, eigentlich hast du eben noch geraucht. So langsam entwöhnen wir dich. Mein Auftrag, ne, in der Welt ist es, mein Job, meine Aufgabe, meine Bestimmung, meine Passion, meine Passionsfrucht ist es, meine Menschen, die mir irgendwo wichtig sind, aufzuhalten von schlechten Dingen, wie Rauchen. Und das machen wir gerade mit Adrian. Ich würde so gerne, einfach während du das erzählt hättest, ne, einfach so gerne einfach so Feuerzeuggeräusch und im Hintergrund man hört, man sieht so wie Rauch hier so nach vorne kommt. Scheiß drauf. Spaß, Mann. Danke. Es ist soweit. Sie macht seit 20 Minuten dieses Geräusch. Wir müssen auch dieses Bild nachstellen. Ja, ja, ja. Unbedingt. Heute ist doch der Tag des Bilder nachstellens. Ja. Wir sind erwachsen. Hallo, schönen guten Tag. Erdbeeren kaufen. Hast du dir genau angeguckt, nee, wie viele Sorten es gibt? Oh, guck mal, von Flair. Ach, es gibt verschiedene Sorten? Okay, Magnum, lecker. Was macht das? 4,90. Hier. Nein, wir brauchen das Kleingeld noch. Wir könnten das noch gebrauchen, wenn wir ins Playboy-Museum gehen. Dankeschön. Dieses Spielemuseum. Wir gehen erstmal. Danke. Ciao, ciao. Okay, jetzt. Wir stellen das nach erstmal. Sieht das gleich aus? Nee.
Das Ding hier ist viel weiter unten. Ah, so muss es. Ja. Nee, weiter nach unten. Hä? Ja, und jetzt sind deine Zähne aber ganz rot. Ich hab so einen Zahnarzt. Natürlich, hier ist auch einer. Oh, geil. Ey, gönn ja. Die sind voll orange. Ich schwöre, alles, ne? Alles, was Adrian heute sieht, ist orange. Sogar dieser Mülleimer da hinten. Wie gut schmecken die? Ja. Drei. Wow, und jetzt kommen wir hier in nächstes Jahr und fliegen hier Erdbeeren. Ich stell dir vor. Okay, wollen wir einen Wettbewerb machen? Ja. Okay, wer zuerst eine Erdbeere an jemanden verschenkt? Hey, wollt ihr Erdbeeren? Eine. Nur kosten. Bitte. Okay, jetzt ist mein Versuch. Scheiße. Entschuldigung, wollt ihr eine Erdbeere? Wie unfair ist das? Du hast einfach bei so 10 Leuten gefahren. Tja, ich hab gewonnen. Das bedeutet ja, Disgusting Food Eintritt geht auf dich, ne? Auf dein Neck. Wir wollten gerade so Dings-Cookies holen bei diesen New Yorker Cookies. Eigentlich, ne, haben die immer geöffnet, aber nur heute haben die geschrieben, dass die leider geschlossen haben, weil die erst noch vorproduzieren müssen, weil die so krass verkauft haben. Aber für die Stammkunden steht da, gibt's unter dieser Nummer noch Cookies. Und deswegen ruft Adrian da jetzt an. Aber wir waren noch nie hier. Du musst so richtig klingen wie ein Stammkunde. Hi! Wir stehen hier gerade vorm Laden und hier steht irgendwie, dass eventuell noch ein paar Cookies da sind für Stammgäste. Ach so, ja. Okay, ich komm kurz hoch. Ja, cool, danke. Wir tun einfach so und wir sagen nicht so, hi. Scheiße, hol mal Geld raus. Ja, wir zusammen kriegen die. Ja? Normal, komm, wir sind eine Gruppe, komm näher, komm näher. Wir, welche nehmen wir immer? Wir nehmen immer den White Chocolate Macadamia. Wie immer, sag einfach wie immer. Hallöchen. Hi. Hi, einmal wie immer. Achso. Was ist bei euch wie immer? Schwarz. Macadamia Chocolate, right. Und Chocolate Chip Walnut. Ach, habt ihr nicht? Also, wir haben noch ein paar Walnut schon. Achso, ja, okay, noch, easy. Wir haben noch die, die jetzt da sind. Ja, okay, dann welche habt ihr denn noch da? Exklusiv. Ist einfach zu mir, das war witzig. Ey, voll krass, Mann. Was denn? Dass es voll geklappt hat einfach. Ja, Mann. Ich finde auch voll cool, dass es so ein kleiner Laden ist mit dem Schildchen hier und dann können wir es immer auf und zu machen und so. Wenn wir das Schild umstellen. Unnormal, ne? Ey, das war nichts ever. Vor allem, die meinten eben so, als wir bezahlen wollten, die so, nee, das passt so. Ja, unsere Kasse ist heute nicht geöffnet. Wir so, hä? Doch, nimm mal das Geld. Ey, die sind, ey, das war so korrekt. Ich hab noch nie sowas Korrektes erlebt. New York Cookies, Berlin. Der Sticker ist geil, I got baked in Berlin. Ja, und nochmal, ey, wollen wir mal reingucken? Baked werden noch. Ey, Sünde, ne, wir sind gar keine Stammgäste. Die dachten bestimmt so, ja. Sünde, wir haben nicht erkannt und so. Obwohl die immer herkommen, dachten die so, oh mein Gott. Probieren wir das jetzt? Boah, was ist das für ein Ding? Richtiges UFO, UFO 361. Ich bin Albe, Lena. Geil. Oh mein Gott. Ey, das Ding, krass. Boah, hier, heavy. Geil? Die können backen. Ey, ich schwör's dir, wie krass ist der? Gib mal her wieder. I really like it a lot. Danke, dass du angerufen hast. Welcher von denen ist vegan? Keiner. Doch, einer meinte der doch. Den haben wir nicht genommen. Oh mein Gott, wie krank schmecken die? Zuckerschock einfach. Und jetzt müssen wir unbedingt zum Disgusting Food Museum. Voll geil, dass du angerufen hast. Ja, das ist voll funny. We arrived at the museum. Disgusting Food Museum. Der DFM-Bagger. Was? Das ist 12 Euro pro Person. Das machst du, ne? Weil du hast verloren, nämlich. Ich hab überhaupt verloren. Ich hab nichts verloren. Ich zahle nichts. Das war kein. Ja. Wie witzig. Man hat einfach als Eintrittskarte eine Kotztüte bekommen. Ich schwöre, du kannst richtig die gebrauchen. Wir haben gesagt, am Ende, man kann so Sachen probieren und so. Die essen das dann einfach. Die essen einfach Tiere, die finden. Boah, ey, das ist voll eklig. Ey, ich schwöre, stell dir vor, man isst einfach so eine Fledermaus. Wie eklig ist das? Guck mal deren Krallen dann an. Mit so einer Lauchzwiebel angerichtet. Die Fledermäuse riechen beim Kochen stark nach Urin. Alter, wegen den Fledermäusen haben wir einfach Corona, weil die das gegessen haben. Das ist voll ekelhaft, Alter. Weißt du nicht, ob das so war? Kannst du mir das vorlesen? So wie uns eine Achterbahn anregt und dabei nicht gefährdet, so fesselt uns Menschen der Ekel aus sich hereinfern. Ekel ist ein Gefühl der extremen Abneigung gegen bestimmte Dinge. In Südamerika. Das stimmt doch gar nicht. Die evolutionäre Funktion des Ekels. Nein, das sehen, du warst eben richtig drin. Wie? Im Erzählermodus. Das war voll geil. Die evolutionäre Funktion des Ekels. Ich mach's ganz normal, ja? Okay. Die evolutionäre Funktion des Ekels besteht darin, uns zu helfen, Krankheiten und unsichere Nahrungsmittel zu vermeiden. Ey, das ist so widerlich, ne? Die trinken einfach so wie Bloody Mary, ne? So Tomatensaft mit Schafsaugen drin. Und das soll gegen Kater helfen. Da ist so eins von Netto so getränkt. Was ist mit dem? Biberurin einfach. Aus den Analdrüsen kann man trinken. Oh, das ist ja so eklig. Hier ist einfach so ein Käse. Ich achte dich wirklich, Alter. Das ist so abartig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du willst es nicht recht sehen, was da liegt. Nein. Ich fühle mich wie
Nine Dings. Alter. Rick and Morty-Episode, wo die in irgendwelchen Universen. Das ist richtig krank. Ein ganzer Perciono-Käse wird aufgeschnitten und freigelassen, damit die Käsefliegen dort ihre Eier ablegen. Wer den Käse isst, muss seine Augen vor springenden Maden schützen. Der Verzehr lebender Maden können gesundheitsschädlich sein, da diese im Inneren des Menschen überleben und Löcher in den Darmwand bohren. Aber warum gibt's so eine Scheiße? Ey, sind das wirklich echte Maden und essen den da gerade? Nee, die sind. Das ist eine. So animiert, ne? Was ist das? Alter, Stinky Cheese. Riech mal da dran. Was? Okay, Jesus. Halt das fest. Okay, jeder, wir machen so, ne? Du den, ich den und immer so weiter. Nein. Let's go. Für den ersten. Kann ich den aufmachen? Ja, nochmal. Also hochheben? Ja. Wie mach ich das auf? Richtig im Chemieunterricht. Was denn? Was denn? Ah, okay. Eklig, aber okay. Das ist ein Schafskäse aus Südfrankreich, der in Höhlen heranreift. Was sagst du? Hat man schon mal gerochen. Das geht aber in die ganze Lunge rein irgendwie. Wissenschaftliche Untersuchung von Käsesorten mit dem weltweit intensivsten Geruch ergab das blablabla den übelsten Geruch von allen. Okay, let's go. Nasse Erde, Pilze, verrottende Blätter und ein Kuhhintern oder 6 Wochen altes Ohrenschmalz. Geh mal mit deiner Nase und riech mal. Oh, was denn? Riechst du noch nichts? Ja, es ist schon eklig, ne? Aber ich glaube, weil es so wenig ist, willst du auch mal riechen? Ich weiß nicht. Mach nicht. Das zieht so nah. Ja. Ich kotze gleich. Wirklich? Wirklich? Riech mal bitte den hier auf. Nein. Bitte riech den auf. Oh. Nee, mach richtig tief so. Oh. Das ist nicht. Der tut voll weh, ne? Ja. Okay. Boah. Nee, den riech ich nicht. Riech mal, das ist nicht so schlimm. Wichse, Alter. Weißt du, der ist immer in der Lunge, der hat meine Lunge genannt. Weißt du, an was der mich aber erinnert? Zu Socken rausgezogen. Oh, den musst du jetzt noch. Mir ist schlecht. Dieser dänische Kuhmilchkäse muss lange rein. Verwesene Leichen. Der Käse wird oft gegessen, ohne ihn zu berühren, dass sich der Gestank nur schwer in den Fingern. Du hast den Käse doch nicht berührt. Richtig wack. Okay, los. Nimm doch mal die Nase. Ich schwöre, das ist so abartig. Wirklich? Wie der hier beim nichts dagegen. Klar, Mann. Ich weiß, bitte probieren den. Oh, ich hab Wir Angst. Wir müssen da rüber. Nee, ich will nicht. So stimmen. Bitte, aber nimm richtig den, bitte. Oh, Mann. Mach keinen Scheiß. Oh, ich bin jetzt ein bisschen schlecht. Ich schwöre. Probier. Na, nee, das geht. Yes. Oh mein Gott, Kim. Was denn? Jungs, die Wahrscheinlichkeit, dass du das probierst. Was ist das? Ein Unikit. Oder willst du eher das probieren? Nehmt euch mal einen Becher. Ja. Also ich möchte. Na klar. Kim, du musst auch nicht, wenn ich will, aber ich werde es niemals probieren. Nein, was nein, denn? Nein. Was ist das hier? Das sind Mehlwürmer. Ah. Die sind luftgetrocknet, die kommen aus Europa und die haben kein Flavor zugesetzt. Also die sind komplett natural. Muss balfen. Mhm, okay. Erinnert dich das an was? Ja. An was erinnert mich das? Vielleicht Nüsse? Ja! Magst du jetzt den hier probieren? Nein, das möchte ich nicht. Nein, du musst dich also überleg, dass du das möchtest, dann ist cool, wenn nicht. Nee, mir wird gerade ein bisschen schlecht, lieber nicht. Du magst du Popcorn oder Puffreis? Normales, ne? Ist das so wie. Also die Textur von den Grillen ist halt so. Okay, das traue ich nicht. Kriegst auch eine. Ich grille nämlich super gerne. Ist ja jetzt auch wieder Season, ne? Also. Also sie haben wirklich fast originale Textur wie Puffreis. Ja. Schmecken halt auch ein bisschen nussiger. Mhm. Herzlich willkommen zum weltersten Tutorial, wie man weiße Schuhe weiß hält, meine Damen und Herren. Man nimmt ein Schminktuch, reibt es einfach hier so drüber, wie so ein Irrer. Schmeißt das weg. Guck mal, also wir können uns überlegen. Ich schwöre, ist das gerade erst, du hast mein Gesicht damit berührt. Das ist gerade kein Spaß. Du hast gerade, oh, ich habe hier auch so einen Juckreiz. Ich kann nicht kratzen, weil sonst mein Make-up gibt. Das ist nicht witzig. Du hast gerade, ich schwöre, was passiert, wenn ich das jetzt in dein Gesicht machen würde? Guck mal, ich weiß ganz genau, was als nächstes passiert ist. Du wirst richtig dolle das jetzt reinmachen. Nein. Ne? Voll übertreiben einfach. Und wie war das? Es ist in Ordnung gewesen. Ja, genau, Alter. Wir fahren jetzt erstmal in Etage Nummer 5. Diese Box hier ist übrigens ein Geschenk für Sally. Wir treffen uns noch mit ihr kurz und gehen einen Kaffee trinken. And we wish you a very wonderful morning. Oh my goodness.
so geil. Hier ist, ey, wir haben hier uns schon vorhin gesonnt, ne? Da hinten ist der Eiffelturm. Übel krass, richtig heftig. Hier sind einfach so die übelsten Dächer. Was ich nicht verstehe, hier ist eine Badewanne. Das hier nachher auf jeden Fall. Wir haben schon einmal uns Pizza bestellt und hier gegessen. Das war unnormal chillig. Und seitdem, ne, wir hier oben waren nachts, hängt einfach dieses Schild im Fahrstuhl. Das hing da halt einfach nicht, als wir angekommen sind. Nutzen der Dachterrasse ist ab 22 Uhr nicht gestattet. Wir befinden uns mittlerweile hier auf diesen elektronischen Bikes und wir machen jetzt eine kleine Fahrradtour. Irgendwie ist mir richtig schlecht. Wir waren hier was essen und jetzt ist mir wieder richtig schlecht. Irgendwas ist komisch mit meinem Magen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber jetzt auf jeden Fall sind wir in 1,3 Kilometer da. Oh ja, jetzt wird es hier ein bisschen kritisch. Fahrradpolizei, bitte stehen bleiben. Achtung, Achtung, bleib nicht stehen. Ich bleib nur stehen, wenn du so ein Leuchtschild hast. Die Dame bleibt stehen. So sieht man sich mal wieder. Fahrradführerschein bitte, Papiere. Wir sind angekommen bei Valerius. Das sieht irgendwie richtig süß aus. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Iced Coffee. Wir rauchen hier Gras. Spaß. Hier, perfekt, Mitarbeiter des Monats. Ey, Freunde, richtig Absturz. Ich muss einfach gerade mich übergeben. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir haben irgendwas Falsches gegessen. Uns geht's beiden richtig scheiße. Wir können einfach nichts machen. Wenn wir an Essen denken, wird uns schlecht. Das ist richtig Absturz. Entweder Salmonellen. Da passen die Symptome wirklich richtig. Aber wir wissen nicht, woher. Wir haben ganz viele Theorien. Aber nichts ist bestätigt. Ja, deswegen gucken wir jetzt Scarface. Das ist cool. Ich hoffe, das geht bald wieder weg. Was geht ab, Leute? Ey, ich kann nicht mal richtig reden. Ich weiß nicht, was ich habe. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Arzt. Es ist alles schwierig. Auf jeden Fall, wir wollten richtig coole Sachen machen. Und jetzt kann ich mich nicht mal richtig bewegen. Ich kann nicht mal richtig... Ich schwöre, ich fühle mich zu schwach, um zu sprechen. Mein Körper fühlt sich noch nie so weird angefühlt. Ja, überanstrengend dich jetzt nicht. Du musst dich schon, ne? Freunde, wir waren beim Arzt und es ist nichts dabei rausgekommen. Wir waren so bei so einem richtigen Ghetto-Arzt und sie meinte, ja, wir warten jetzt gerade, bis wir ins nächste Hotel einchecken können. Das ist richtig schlimm, weil am liebsten würde ich einfach nur im Bett liegen und gerade schlafen. Aber wir chillen jetzt hier gerade in so einem Café und reden, trinken eine Schwarztee und haben so einen Sesamring gegessen. Zwei Sesamringe. Ey Mann, ich will ins Computerspielmuseum. Ich glaube, das war alles dieses komische Essen, so diese Heuschrecke und so. Und wir haben irgendein Lebensmittel gegessen, das gar nicht gut war. Also ich bin auf jeden Fall richtig am Arsch. Ich glaube, es war die Heuschrecke, aber sie meint, das waren Nein, die Erdbeeren. Ja, die Erdbeeren. Boah, ich glaube, es waren die ungewaschenen Erdbeeren. Ich habe mehr gegessen als du und ich habe einen empfindlicheren Darm. Ah, wir können, glaube ich, erst so in 2 Stunden ins Zimmer. Ich fühle mich wie so ein Hallo? Crack. Ja, wir können ins Zimmer. Ey, das wäre so geil. Ja, der Typ will uns nämlich anrufen, damit wir früher ins Zimmer können. Aber ich glaube, das zieht sich noch unnormal. Das Ding ist, du gehst ja ab jetzt Studio, ne? Musik machen. Und ich wollte in der Zeit so Bikinis kaufen gehen, noch was für Anna vorbereiten, Video drehen, alles geil machen. Aber ich fühle mich so schwach, Alter. Schwache Leistung einfach. Was geht ab, Friend? Gott sei Dank sind wir endlich hier reingekommen, Alter. Ich liege jetzt schon seit 3 Stunden hier und versuche ein bisschen zu schlafen. Oh, wie scheiße ist es bitte, krank zu sein? Das ist so asozial. Ach, der ist gerade Musik machen und er meinte auch, dass ihn auch ein bisschen erwischt hat. Deswegen gerade mad respect an ihn. Oh, ich fühle mich auch richtig hässlich und scheiße und richtig eklig. Das Ding ist, in einer Woche fahren wir, also fliegen wir nach Kroatien auf so ein Festival. Oh, ich hoffe einfach, dass morgen schon alles wieder gut ist, aber ja. Guten Morgen, Freunde. Ihr merkt wahrscheinlich, hey, dem geht's auf jeden Fall einiges besser. Ich habe gestern, glaube ich, 15 Stunden geschlafen. Morgen. Guten Morgen. Was riechst du? Nee, ja, ich stinke. Nee, nein. Vielleicht nur wissen, was du isst. Das ist eine frische Pastille. Was? Eine frische Pastille. Eine frische Pastille? Ja. Das klingt irgendwie wie irgendwas für Klo. Eine frische Pastille. WT 3000. Mir geht es auf jeden Fall schon wieder besser und ich muss sagen, etwas, was dazu beigetragen hat, ist diese Klofunktion. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, es kommt ein Strahl aus der Toilette, plus man kann seinen Pool föhnen. Das ist nicht normal, diese ganzen Knöpfe hier sind sowieso ganz crazy. Ich lag ja wirklich so 15 Stunden hier im Bett und dann habe ich auf einmal gesehen, dass es hier so einen Cocktailknopf gibt. Und ich war so, oh mein Gott, geil. Und ich dachte, irgendwo kommt so ein Cocktail rausgefahren, aber war nicht so. Heute ist auf jeden Fall Donnerstag, der vorletzte Tag hier. Heute muss ich mich, glaube ich, noch ein bisschen schonen. Ich kann auch nicht richtig so Sachen essen und so. Ich glaube, ich sollte weiter noch Zwieback und so Weißbrot essen, weil ich habe auf jeden Fall noch so ein bisschen Kopfschmerzen, obwohl ich eigentlich voll gerne irgendwie so Pizza oder so essen würde. Du musst locker bleiben, Kim. Du schaffst das. Ich bin so locker. Ja, ich meine, was Essen angeht, übertreib noch nicht. Friendos, I'm on the way to my very, very good Friseur. Also zu dem Friseur, den ich auch richtig gerne mag. Bin jetzt schon da. Und ich hatte eben ein richtig cooles Gespräch und ich glaube, es wird in nächster Zeit alles richtig geil. Wir gehen jetzt rein und dann machen wir meine Haare new. Hola! Hi! Ich sitze schon hier. Die da hinten besprechen sich gerade wegen der Farbe, denn ich möchte diese Farbe eigentlich. Und es ist irgendwie voll
voll schwierig, die zu erreichen. Wir rätseln hier und wir machen jetzt einfach so eine Mische. Ich schwöre es euch, Leute, das ist wie, als würde man in einem Club irgendwie, es ist alles dunkel, man kippt irgendwelche Sachen zusammen. So ist das gerade. Es ist ein richtig großes Experiment und ich hoffe, dass es am Ende einfach gut aussieht. I'm very ready. Ich habe auch richtig Hunger. Adrian ist im Studio und macht richtig geil Musik und nochmal nice, aber wir schauen nachher auf jeden Fall auch nochmal vorbei. Ich sehe hier die ganze Zeit diese Kekse. Ey, ich habe richtig Bock. Denke, ich darf so einen nehmen? Ich muss sagen, dieser Keks schmeckt anders geil. Es ist mittlerweile Farbe drauf und ich bin so gespannt. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie es wird. Ich sehe aus wie ein Lachs. Freunde. Ey, ihr wisst nicht, was passiert ist. Ihr wisst nicht, was passiert ist. Wo sind denn hier die Treppen? Was ist das hier? Ich bin wieder zurück im Hotel und meine Haare sind gefärbt. Und es ist, ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist nicht das geworden, was ich wollte. Also wirklich komplett gar nicht das. Aber ja, ich zeig's euch gleich. Ich muss jetzt gerade irgendwie erstmal hoch zum Studio kommen. Die Fahrstühle funktionieren einfach nicht. Muss ich gerade die Treppe gehen? Seid ihr bereit dafür, mich zu sehen? Ich glaube, ihr seid nicht bereit. Also ich sehe eigentlich so aus wie meine Schuhe. Leute, meine Haare sind einfach komplett rot. Oh, jetzt komme ich nicht in diese Tür rein. Ich raste aus. Hier ist alles so verriegelt mit diesen Scheißdings, ne? Ich geh noch nicht an die Handy. Oh, Gott sei Dank. Kein Mensch lächelt mich an. Die finden alle meine Haare scheiße. Es geht bei den Hairs. Oh Mann. Du Muckel oder wer? Oh Mann. Oh, Disco. Cool aus. Ehrlich. Good morning, it's a new day. Ich muss mich jetzt hier gerade auf dem Klo ready machen. Wir sind wieder oben, sind im Studio. Ich mache jetzt erstmal, drehe jetzt noch ein bisschen mein Video. Das Ding ist, ich wollte ja, währenddessen ich hier in Berlin bin, eigentlich so 5 Tage und jeweils eine andere Fashion. Ich wollte ja ein Video drehen, wo ich jeden Tag eine verschiedene Farbe esse, aber das ging ja nicht. Mein Mann war tot. Ich überlege heute noch einen Tag zu machen und den Rest an den Hühnchen weiterzumachen, weil sonst voll unnötig. Ja, aber jetzt mache ich mich erstmal ready und dann bin jetzt alleine essen. Adrian ist gerade am Musik machen. Ich bin richtig gespannt, was bei der Session bei rauskommt. Ich war eben in so einem richtig cute Laden und habe einfach so Beach-Dings-Schläger gekauft in so Herzform, weil ich habe Adrian gezwungen, mit mir nach Kroatien zu fliegen. Nein, ich habe ihn nicht gezwungen. Er fährt gerne mit mir, aber ich bin immer so, los, lass machen und so. Boah, ich verbrenne. Fuck, ist das richtig heiß. Oh, ich wollte auch unbedingt eigentlich nochmal nach Bikinis schauen, weil, wie gesagt, wir fliegen halt nächste Woche nach Kroatien und wir sind da auf so einem Festival. Das ist so nur mit 500 Leuten, das wird ganz krass. Ich werde das auf jeden Fall auch vloggen, deswegen, falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann ist es jetzt höchste Eisenbahn. Aber ja, ich brauche Bikinis, ich brauche eigentlich noch ein paar Sommerklamotten irgendwie. Ich habe nur Oversized Hoodies. Aber ja. Und irgendwas, was halt jetzt auch zu meinen Haaren passt, weil das kam sehr unerwartet.